Schlüsselproblem für uns finden war, seine Forschungszeit, den Krieg dieser Woche. Zurzeit sind daher aufgefordert, den Studentinnen und Studenten europäischen Universitäten und Fachhochschulen technische Facharbeiten. Den Gewinner gilt ein Preisgeld von 10.000 Franken. Der Award wurde zuletzt 2021 am Dr. Mirko Theuer, Institut für Fertigungstechnik und Jungfernmaschinen der Universität Hannover. Das Ziel ist mit dem Award, innovative Entwicklungen in der Maschinenindustrie voranzutreiben und zu schärfen. Zum Beispiel entstand das Produkt Studium Biogas durch einen der vielen Projekte, welche Studium intensiv betreuen. Als erstes möchten wir uns bei der Jury bedanken. Das Ausarbeiten der Vernetzung mit den zahlreichen Arbeiten ist für immer sehr professionell durchgeführt worden, obwohl wir vielen Aufwand verbunden sind. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank an Professor Dr. Konrad Wegener vom Inspire Institut für Gästermaschinen und Fertigung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, der heute anwesend ist. Dr. Hans-Werner Hofmeister, ehemaliger Abteilungsleiter Fertigungstechnik am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Universität in Braunschweig. Und Dr. Frank Pieperkorn von der Filmschulrat in Fertigburg, ebenfalls anwesend heute. Mit dem Student Award sind qualitativ hochwertige Arbeiten eingegangen, die den Auszeichnungen entbrochen haben. Insgesamt war die Qualität der eingereichten Arbeit sehr gut und die Entscheidung entgegen knapp. Die Kriterien, welche der Gewinner am besten umsetzten, waren Umsetzbarkeit dieser Industrie, Neuheit und Qualität der Lehre, wissenschaftliche Gehalt, Form und Ergebnis. In der Summe hat sich als Sieger Dr. Emil Sanke herausgestellt. Das gilt mich als Schweizer ganz besonders, weil er seine Doktorarbeit am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich absolviert hat. Seine Arbeit befasst sich mit dem Thema Detection and Avoidance of Thermal Damage for High Performance Metal Grinding Processes Using Hybrid Machine Learning Models. Oder einfacher formuliert mit der Entwicklung eines neuartigen Zustandsüberwachungssystems mittels Außenrundschleifen. Das wird uns doch gesagt in den letzten paar Minuten viel bessere Leute. Hier gehört die Audienz für die paar nächsten Minuten. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Jury, sehr geehrte Vielen Dank für die freundlichen Worte und ich freue mich sehr, den Fritz-Schule Award 2023 entgegennehmen zu dürfen. Die Auszeichnung des Forschungspreises empfinde ich als große Ehre und Wertschätzung für meine Forschungsarbeit mit dem bereits gehörten Titel Erkennung und Vermeidung von thermischen Schäden beim Buchleistung Schleimfried-Modell mit Maschinenlernen. Lassen Sie mich kurz zurückblicken. Bereits während meines Studiums empfindet sich eine große Begeisterung für die Forschung an Prüfungssystemen, wie zum Beispiel an der Schnittstelle zwischen hochentwickelter Fertigungstechnik und moderner Informatik. Insbesondere die komplexe Schleifrechnung bietet ein großes Potenzial zur Optimierung von Produktionsprozessen unter der Verwendung von innovativen Methoden und im Bereich der künstlichen Intelligenz. Im Rahmen meiner Präsentation habe ich mich mit der Entwicklung eines Automatisierungssystems zur Zustandsüberwachung und Optimierung für das Außenrundschleifen mit metallisch gebundenen CVN-Werkzeugen beschäftigt, wobei von Anfang an ein besonderes Augenmerk auf einer industrienahen Umsetzung lag. Ausgehend von den erfahrenen Prozessen, wie zum Beispiel Körperschall,
lassen sich mit Zeitfrequenz und Relation spezifische Merkmale und durchgeführten Zeitprozessen ableiten. Mit Hilfe eines datenbasierten KI-Modells kann da die Werkstückqualität in situ beurteilen und mögliche thermische Schäden mit hoher Genauigkeit erkannt werden. Auf Grundlage derselben Prozessbildung ermöglicht die neuartige Anwendung eines hybriden Modells die Vorhersage der verbleibenden Nutzungsdauer des eingesetzten Schleifwerkzeugs. Darüber hinaus kann man dem Wissen über den Zustand von Werkstück und Werkzeug ein intelligentes Parameteroptimierungssystem entwickelt werden. Dies ermöglicht eine vollautomatisierte und proaktive Adaption der Prozessparameter über die gesamte Werkzeuglebensdauer. Bei gleichzeitiger Minimierung der Gesamtkosten. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit den Mehrwert von KI-Methoden in der industriellen Schleiftechnik zur Erreichung von kosteneffizienten und hochproduktiven Prozessen bei gleichzeitig verbesserter Bauteilqualität. Zum Abschluss möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, um meinen tiefsten Dank an all jene zu richten, die mich während meiner Forschungsarbeit begleitet und unterstützt haben. Insbesondere möchte ich bei Professor Wegner vom IDS der ETH Zürich für die hervorragende wissenschaftliche Betreuung sowie bei allen beteiligten Kollegen die Unterstützung bei industrienahen Erprobungen bedanken. Für die Zukunft bin ich zutiefst überzeugt, dass Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz die aktuellen Grenzen der Schleiftechnik überwinden und die Effizienz und Qualität industrieller Schleifprozesse weiter steigern können. Jedoch nur im Zusammenspiel mit den vor Jahrzehnten gereiften Domänen. Vielen Dank.